Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Marion Rabbids Sparks of Hope. Immer noch im Bossfight gegen Trauma. Die dritte Phase hat bereits begonnen. Und ich überlege gerade, ob ich jetzt einen guten Move machen kann. Und wir testen es einfach aus. Wir flattern hier hoch. Ach, ja, ich wollte stampfen. Ja, gut, soviel dazu. Hat natürlich wunderbar geklappt mit den Stampfen. Aber ich komme auf jeden Fall zurück zu Luigi. Das ist schon mal das, was ich erreichen wollte. Hat die irgendwelche Fähigkeit? Die ist nur unempfindlich gegen Frostbeulen. Hm. Naja, gut. So, wir hüpfen einmal hoch. Na, genug hier rüber, dass ich wenigstens auch noch mal dashen kann. Und jetzt schieße ich jetzt einfach. Sterne erstmal kurz das drauf, weil. Oder? Schieße ich drauf, lass es bleiben. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich könnte mich auch safe töten. Ne, weißt du was? Wir machen es nicht. Ich gehe jetzt einfach. Für die Röhren. Ob's da. Ja, gut, das. Wobei, da hingehen. Warte mal, wir versuchen mal das. Da komme ich hier raus. Kann auch da reingehen. Und von hier aus wäre schon ein bisschen weiter snipen. Treffe ich von hier aus? Ne, egal wo ich stehe. Ich werde sie definitiv nicht treffen. Aber ich kann wenigstens in Deckung bleiben. So, Mario hat das auch schon geschossen? Ne. Obwohl, ich könnte mit Mario dasselbe in Grün machen. Wir könnten uns einfach quasi schon mal ein bisschen hier in der Ecke verstecken. Wenn sie nachkommt, ist es okay. Ich bleib einfach hier stehen. So. Ja, mit dir komme ich momentan nirgendwo hin. Aber für dich wäre vielleicht die Idee jetzt wieder wert, da hochzukommen. Weil wenn wir jetzt eh schon da drüben sind, kann ich auch vielleicht von hier drüben aus agieren. So, dann bleibt erstmal stehen, safe. So, kann ich noch irgendwas angreifen? Irgendwas, was mir was bringen würde. Das nicht, aber ich kann mal das Reflektieren aktivieren. Dann kriegt sie, wenn sie Mario angreifen sollte, nochmal Schaden zurück. So, Luigi kann immer noch nicht angreifen. Er hat definitiv keinen glatten Durchschuss. Nein. Bleibt da in Sicherheit. Gucken, was passiert. Okay, damit kann ich eigentlich sogar leben. Warte mal, jetzt bin ich da oben, ne? Ha, jetzt haben wir aber den Effekt, den ich haben wollte. Mal ein bisschen in die Ecke gehen. So, Luigi. Teamsprung bis da hoch. Wenn hier oben kann ich es definitiv gut zielen. Noch 50%? Ja, den schieße ich von hier. Den treffe ich zu 100%. So. Komme ich auch nicht hin. Scheiße. Obwohl, vielleicht kann ich ja hier runterhüpfen. Na gut, komme ich auch nicht viel weiter, ne? Oder wie komme ich hier lang? Ja, das Problem ist, die werden mir definitiv gleich Sorgen bereiten. Oh, ich komme aber zum Angreifen mit Raserei. Das ist schon mal sehr gut. Weil da ich zweimal Raserei kann. Eins. Zwei. Und auf Wiedersehen. Das sind zweimal Angriffe, die ich einfach free mitnehmen kann. Das ist geil. So, bleib ich oben stehen. So, und Mario. Kann ich mit Mario hinten treffen? Naja, kann ich nicht. Scheiße. Aber gut, ich kann ja hier durchgehen. Und ich will da drüben hin bequemen. Vielleicht kommt auch noch sogar mit Peach. Naja. Oh doch, könnte ich kommen. Oh doch, das wäre sogar nie. Oh, super. Sehr schön. Dann kann ich mich von hier oben aus treffen. So, jetzt einfach mal alles draufballern, was ich kann. So. Ich dürfte sogar mit
Angriffs ordentlich treffen, jawohl. So, jetzt stellen wir uns wieder hier in die Ecke hin. Und schießen erstmal die drei auf dich drauf. Zack, zack, zack. Sehr schön. Dann ist Mario dran. Schießt zweimal damit drauf. Und jetzt ist die Frage. Kann Luigi zum Final Schuss ansetzen? Kann ich nicht. Scheiße. Aber wir haben ja noch... haben wir nicht. Scheiße. Weil Rabbit Peach ist fast tot, sehe ich gerade. Ich glaube, wir werden Rabbit Peach verlieren. Ich glaube, wir werden Rabbit Peach verlieren. Ich versuche jetzt mal was, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann ich meinen Feuerangriff da noch ein bisschen verstärken. Kann ich. Gott sei Dank. So. Phase 3 beendet. Oh, süß. Alles klar. Rebell hat sie gehen lassen. Okay. Gereinigten Finsterzeit Energiekristalle erhalten. Na, bitte sehr, Brigitte. Hat doch gut geklappt. Wobei Rebel Rosalina ist echt so. Es tut mir leid, dass ich weggegangen bin, Orion. Zuletzt war ich immer noch Captain Orion. Danke. Aber ich hätte mir keine Sorge machen müssen, stimmt's? Keine dahergelaufenen Sirene kann meine Rabbit Rosalina torpedieren. Nehme ich meine Pflichten hier im Schlag. Vielleicht könntest du ja unsere neuen Freunde auf ihre Reise begleiten. Ist das ein Witz? Ich habe keine Zeit. Ich muss irgendwie zu Rosalina kommen. Rosalina? Oh, natürlich. Verstehe, du bist ihr Fan. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Wir sind auch auf der Suche nach ihr, weißt du? Wir könnten jemanden mit deiner Begeisterung gebrauchen. Du verstehst schon, was ich meine. Ich meine, okay, was soll's. Geht klar. Bin dabei. Leb wohl. Captain Orion, danke. Für alles. Ich werde dich stolz machen. Versprochen. Das hast du schon, mein Kind. Pass nur gut auf dich auf. Das ist ein Befehl. Wir haben jetzt genug gereinigte Finsterzeit-Energie gesammelt, um einen Warp-Tunnel nach Prima Paletti zu erzeugen. Prima Paletti. Pünktlich zu eurer Rückkehr wird das Schiff startbereit sein. Okay. Der Winterpalast. 2 von 2 gereinigten Winterzeit, Finsterzeit Energiekristall eingesammelt. Herrje. Rabbit Rosalina schließt sich im Team an. Fertigkeiten Prisma erhalten. Und sie sieht aus begeistert. Megabug Sternschleuder erhalten. Und neue Erinnerung Trauma. Ja, was stimmt doch nicht ganz. Ich höre auch irgendwelche Geräusche. Und was muss denn noch sein? Aber wir gucken uns jetzt erstmal an, wen wir hier alles haben. Achso, wir sind jetzt was da für eine Aufgabe. Die Diva und der Bücherwurm. Rabbit Peach und Rabbit Rosalina. Ja, das kann spannend werden. Da ist ein Warp-Tunnel zum Aufdings. Gut, aber ich würde das erstmal ganz kurz gucken. Wir haben ja noch definitiv 20 Minuten Zeit für die Folge. Nicht da, sondern da. Was wir an Rabbit Rosalina so alles an Sparks
Dings geben können an Prisma, weil wir haben ja noch komplett besiege Riesengold, besiege Riesengegner, um Goldprismen zu erhalten. Okay. So, was können wir denn geben? Also was mir auf jeden Fall sehr viel Nutz hat, war der Trägheit-Ding. Das will ich auf jeden Fall haben. Und am besten davon auch nochmal in Reichweite. Na gut, länger ist nicht so wichtig. Das wäre auch geil. Nehmen wir. Ich glaube, ich werde komplett erstmal auf dieses Ding setzen. Die Technik ist das Geilste, was er haben kann. Dieses Slowen, dass sie sich nicht bewegen können, ist für so viele Gegner ein super geiles Feature. Das wäre auf jeden Fall geil. Und der Rest würde ich einfach erstmal in Bewegung, ist für mich nicht so wichtig. Aber ich würde erstmal Kraftpunkte setzen. Aber damit es ein bisschen mehr aushalten kann. So, jetzt haben wir noch eine Fähigkeit über. Ah, ich weiß, du bist nicht begeistert. Heilungsschwamm. Erhöht die effektive Heilung, die sie erhält. Hm, na, ist nicht ganz so wichtig aktuell. Gleitboost, Waffenreichweite. Ich gebe dir einfach ein bisschen Reichweite. Das ist das Beste, was ich geben kann. Aber auf jeden Fall ist die Technik für dich das Wichtigste, was du haben kannst. Volle Kanne, nur noch 4 Züge, bis es aufhört. Die Reichweite. Man kann das größere Feld abdecken. Super geil. Wenn die 2 Züge lang gestunt bleiben und ich sie nicht angreife, umso besser. Das heißt, ich kann meinen Gegner erstmal eine Runde vom Hals halten, bevor ich sie danach töten muss. Und wenn ich sie noch angreife, kriegen sie noch mehr Schaden. Das heißt, umso geiler. Ja, so belassen wir es. So, dann gucken wir mal weiter mit Herrn Luigi. Er hat zwar bloß ein Pünktchen, aber bei ihm bin ich immer noch auf die Reichweite aus. Ich möchte ihm die Reichweite geben. Also Eisenblick ist eine Sache, die ich aktuell nicht so groß nutze. Also ich nutze auch nicht allzu oft. Energie kannst du momentan nicht haben. Heilung. Wobei Heilung auch ganz geil wäre. Weil du kriegst schon ziemlich oft aufs Maul. Bin ich mal ehrlich. Aber ich denke, ich werde trotzdem eher auf die Waffenreichweite wechseln wollen. Einfach weil, desto weiter schießen kann mit der Waffe, desto mehr Schaden mache ich wiederum auch. Und du bist einfach ein Sniper. Und Sniper lebt von Reichweite. Also, nein. So, Mario. Mit dir hätte ich, wie gesagt, gerne dieses Doppelprojektil. Wenn der erste Schuss einen Gegner bezwingt, fügt der zweite Schuss zusätzlich schon mal kurz Schaden zu. Das heißt, ich töte mit guter Wahrscheinlichkeit 2 Gegner instant, wenn ich den gut treffe. Ja, wir machen das. Komm, es ist, glaube ich, der teuerste Spell, den du haben kannst, aber wenn das funktioniert, behalt man das dabei. So, was wollte ich bei Rabbit Peach machen? Der Heilungseffekt. Der muss rein. Der hat mir so auf den Arsch gerettet. Der muss da reinkommen. So. Luigi Rabbit. Rabbit Luigi. Oh, du musst einfach mal plötzlich dashen können. Dann hast du den Bewegungstalentbaum erstmal voll. Ist okay. Nutzen tue ich, glaube ich, eh nicht so viel. Er hat jeden Schaden super Effekte ab. Pete verleiht denjenigen, der ihr beim Teamsprung hilft, eine Barriereladung. Mhm. Mhm. Boah. Kann man machen. Ach komm, mach mal einfach. Nutzen tust du, glaube ich, sowieso nicht. Aber wir machen es einfach. So, was haben wir da? Rasereich Flächenschaden. Was? Rapid Marios Raserei verursacht einen Flächenschaden, der alle Gegner in der Nähe trifft. Aha. Vergrößert die Reichweite von Mario Rabbids Raserei Flächenschaden noch mehr. Na gut, das ist so wichtig, weiß ich nicht. Rasereien nutzt du eh selten. Hast du nämlich bloß 2 Rasereien? Da würde ich dir vielleicht sogar eher was anderes geben wollen. Vielleicht wirklich ein bisschen mehr KP. Also wir machen die KP jetzt voll, da hast du maximal Health, was du haben kannst. Und es gibt auch Bewegungsradius, dann ist das erstmal easy. Du kannst dich wenigstens gut bewegen und das ist top. Wenn ich mit dir nochmal spielen sollte. Oder ich nutze. So, Rebella. Rebella, bei dir fand ich eigentlich deine Dasherei ganz geil. Deswegen warte ich da noch auf eine weitere.
noch zwei weitere Sphären und du kannst die Vierfach-Raserei machen. Das ist geil. Dazu denn den Splat-Ding wieder zurück und dann hast du da Heilige Maria, Spaß ohne Ende. So, wir dürfen jetzt alle wieder ein weiter aufwerten. Wir haben die nächste Stufe erreicht. Deswegen würde ich sagen, wir nutzen auch die kompletten Sternteilchen. Rund 350. Das ist doch ganz schön teuer. Okay, bei dir jetzt vielleicht nicht machen sollen. Das werde ich erstmal bei den wichtigen machen, wie Feuer, Blitz, Wasser. Wir brauchen mehr Sternteile. Definitiv. Wo es auch wichtig ist, auf jeden Fall bei Rabbit Peaches. Punkt, weil mehr Schadensboost ist immer geil. Ansonsten, was bist du für einer? Meteore auf dem Feuer-Super-Effekt stürzen auf Gegner herab. Jeder Meteor fügt 165 Schaden zu. 9 Meter, 3 Züge. Ist quasi wie Gluto, nur halt mit Meteoren. Wir warten erstmal. Wer braucht mehr? Ich mehr Sternteile. So, den haben wir es auf jeden Fall jetzt geschafft. Irgendwo hier. Wie muss man hier hochkommen? Hey, irgendwie sind wir noch nicht ganz durch hier in der Ecke. Oder komme ich damit nach oben? Ne, ich glaube nicht, ne? Damit komme ich zum Schiff. Sehr wahrscheinlich. Ich glaube, damit komme ich zum Schiff. Ja. Zumindest nach draußen, besser gesagt. Nicht zum Schiff, aber nach draußen. Aber es gibt auch die Feuerknechte machen. Wisst ihr was? Der eine Feuerknecht ist da gerade eh in der Nähe. Also fangen wir mit dem einfach gleich mal an. Ich würde mir aber wünschen, dass, wenn ich die Gegner mit Raserei angreife, dass die vielleicht schon ein bisschen vorgeschädigt wären. Das wäre ganz geil. Einfach so ein kleiner Feuerschadensboost, das wäre schon ideal geil. Aber leider nein. So, besiege einsame Wölfe. Das ist aber so auch noch. Ah ne, da und da ist auch noch. Nehmen wir die beiden Mario Brothers plus Rabbit Rosalina. Nee. Ich nehme wieder Rabbit Peach. Sorry Rosalina, aber für mich ist momentan Rabbit Peach einfach so die Göttin schlechthin. Wobei sie ist angeschlagen, ne? Aber gut, ich habe ja mindestens im Heilen. Und die nutzen wir einfach auch. Aber ich brauche die Heilfähigkeit einer Rabbit Peach. Sonst ist das schwierig. Nee, ich will nicht fliehen. Wir legen einfach gleich los. So, an dir komme ich so nicht ran, ne? Schade, leider nicht. Rabbit Peach, wie weit kannst du bis da hinten hin? Das heißt, wir gehen mal hier hin. Ich hoffe, es gibt bald noch die Fähigkeit, dass man mit 4 Leuten ein Team nutzen kann. Weil mit 4 Leuten im Fight, das wäre schon ziemlich geil. So, da ich weiß, dass du. Ihr wart gegen Feuer empfindlich, ne? Nicht, dass ich jetzt Feuer nutze, ja. So, wie da ich weiß, dass du gegen Feuer empfindlich bist. Wünsche ich dir einen schönen Tod noch, mein Freund. Ja, dann kannst du ein bisschen sterben gehen. Bin ich mir in Sicherheit. So, dann stellen wir uns einmal hier unten hin. So, Mario macht Teamsprung. Und einmal Doink. Bleiben wir gleich hier. Raserei. Und zack, zack. Und dann haben wir die Schlacht auch schon beendet. Easy, schnell, einfach und bequem. Ich hätte Rabbit Peach nicht mal heilen müssen. Aber egal. Wir haben das geschafft.
So, dann haben wir einen von drei. Was ist das? Was soll ich damit? Dann die Geld. Aber trotzdem, was soll ich mit diesem komischen Ding hier? Was ist das für ein Ding? Das liegt einfach rum und ich kann damit nichts anfangen aktuell. Okay. Da oben hängt ein Hase. Da oben hängt ein Rabbit. Warum hängt da ein Rabbit an der Statue? Bibo, erzähl mir was dazu. Es ist nur eine dieser Statuen, die vor dem Himmelshörnchen steht. Dem Erfinder des Granité Frappé. Ah, und deswegen hängt da oben ein Rabbit dran. Alles klar. Aber wozu ist dieser komische Stein da gedacht? Was hast du? Bitte halte die Feuerknechte auf. Ja, ist das schon in Arbeit. Ja, das ist doch ein Ding. Und ich kann euch jetzt schon mal sagen, im nächsten Part werden wir noch die Tür oben öffnen. Also den Geheimbereich aus dieser Welt. So viel steht fest. Besiege einsame Wölfe. Mal wieder. Die Aufgabe heißt, eigentlich heißt die Nebenaufgabe Feuerknechte beseitigen. Und jetzt heißt es, die Wölfe da besiegen. Wieder bis zweier. Also das ist eine Sache, die ich nicht ganz verstehe. Aber egal. So, Luigi, wo bist du da? Wir machen hier denselben Effekt wie eben gerade wieder. Hallöchen, ich stehe schon mal hier hin. Das ist euch am weitesten entfernt. Wie viel Schaden mache ich dir? Nicht genug. So. Das dürfte ich eigentlich auch ohne Probleme umbringen. Komm mir mal bitte nicht ganz so nah. Dankeschön. So, dann machen wir denselben Effekt hier oben nochmal. Aber hochspringen. Stampfen. Bleiben wir hier oben. Raserei. Abstand. Zack, zack. Nein, das war so nicht geplant. Ja gut, dann macht halt Rabbit Peach den letzten Rest. Ist mir auch egal. Hat's auch was zu tun. Außer nur als Sprungbock fungieren. So. Nehmen wir weiter XP mit, ist auch schon schön. Sternteile kriegen wir auch wieder dazu. Münzen. Ich gebe ja viel aus für Heilung. Was ist mit diesen Blöcken hier? Die Blöcke sind für mich immer noch so Kuriositäten. Ich werde mir jetzt einfach oben vor dem Schloss sammeln. Ich habe jetzt keine Ahnung, was damit soll. Ich lasse es einfach hier links oder einfach rechts von der wieder liegen. Also keine Ahnung, was damit soll. Absolut null Plan. So, das dürfte mich da wieder rüberbringen zur anderen Inselzeit, genau. Schüttel deinen Busch. Können wir auch schon. Aber wir brauchen auch irgendwo einen Feuerknecht. Ah, du willst sie haben, oder was? Ich kann das Igel nur mit Eisblöcken fertigstellen, die eine perfekte Form haben. Könnt ihr welche, habt ihr welche gesehen? Ah, ja gut. Wenn du da bist, der die Dinger haben will, dann sollst du sie kriegen. Ja, ihr Beine könnt auch reinnehmen. Wir brauchen nicht auf den Terrennen. Ja, dann bauen wir halt ein Iglo, ne? Okay, das Ding wird natürlich gleich mit mehreren Steinchen blockiert. Gebaut. Nicht blockiert. Ja gut, dann nehmen wir noch den anderen mit. Haben wir schon mal zwei von vier. Ob ich die anderen beiden noch finde, mitnehme, weiß ich nicht. Aber sonst auf jeden Fall haben wir es schon mal. Bitte sehr. Iglu-Durchbruch. Was anderes sehen tue ich gerade aktuell auch nicht.
würde sagen, wir gehen einfach mal hoch hier. Die mysteriöse Gestalt war als eine Sparkjägerin. Gut, dass ihr rechtzeitig zur Stelle wart. Ah, da ist ein Feuerknilch. Feuerknilch. Machen wir wenigstens das Ding auch fertig. Wenigstens eine Nebenaufgabe erledigt. Ist auch schön. Ich überlege übrigens, ob ich nicht nach dem Komplettbeenden des Spiels, sofern möglich, alle Nebenaufgaben in den jeweiligen Welten noch nachhole. Weil ich hätte das Spiel gerne so möglichst auf 100%. Besiege alle. Ich sehe drei. Sind drei, die... Vier. Warum vier? Ach, da leckert auch noch an. Okay. Ich möchte die fliehen, danke. So, 1, 1, 2. Das heißt, du fängst an. Ja, bis dann komme ich nicht, also. 1 und 2. Wir gehen erstmal mit dir durch die Röhre. Und schlittern wenigstens einen schon mal down. Vielleicht kann ich auch da stehen bleiben. Er lebt halt immer noch. What the fuck? Muss ich mich ja noch anstrengen. So, erstmal kurz ein kleiner Powerboost für alle. Haben wir ja gerade verstärkt, ne? So, denn Luigi geht wieder hoch. Toll, von oben hat geblockt. Sehr schön. Ne, erstmal Mario. Kann der hier irgendwie... Reicht das für euch beide? Ja, reicht. Machen wir das einmal. Und hepp, hepp, hepp. So, den einmal so. Wir hoffen jetzt mal auf das Quit. Natürlich nicht. Na, ist die Frage, wie machen wir es jetzt so? Pass auf, wir machen das einfach so. So, wenn sie sich bewegen sollten, kriegen sie einen Schuss ab. Also einer wird das einstecken müssen. Oder auch nicht. Gut. Den halt so. Oh, fast Stufe 16. Sehr schön. Wobei, wir könnten jetzt Stufe 16 werden, aufgrund dessen, da wir die Nebenmission abgeschlossen haben. Zumindest haben wir eine neue Münze bekommen. So, Feuerknechtjagd abgehakt. Ein bisschen Geld, sehr schön. Da ist ein Schuh. Denkmal für Irinka Rabitschenko, die große persönliche Herausforderungen überwunden hat, um die Eiskunstlaufmeisterschaften auf Flockenbrocken zu gewinnen. Sie war nämlich ein riesiger Tollpatsch. Aha. Na ja, gut. Nicht jeder kann ein Eisprofi sein, ne? So, Feuerknilcher erledigt. Da ist noch eine kaputte Wand. Und ein Käferchen. Und damit haben wir eine neue Erinnerung. Quetscher. Ach ja, die Schweinchen. Die Schweinepriester. So, erstmal gucken, wo es noch weitergeht in der ganzen Umgebung. Da ist ein Hörchen. Da ist eine Leiter, da kann man auch noch runterklettern, da ist nämlich auch noch so eine Krabbe, nehmen wir gleich schon mit. Ist schon okay. Ein Tor zu einer anderen Welt. Die Dinger werden wir uns alle am Ende des Let's Plays nochmal angucken. Würde ich sagen. Auf jeden Fall wird es nächste Folge hier reingehen. Macht sich auch ganz gut, dass wir hier stehen. Können wir schon mal den Weg hier freimachen. Mal kurz die Münze mitnehmen. Und das ganze Geld, ne? Geld, Leiter, Münzen, alles da, alles schön, alles wunderbar. Und ja, nächste Folge geht's denn in das Geheimgebiet von Flockenbrocken. Und je nachdem, wie lange das Gebiet dauert, vielleicht auch schon in die nächste Welt, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall sage ich damit danke fürs dabei sein. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin und ciao.